Heute testen wir bei tariftyp.de das HTC One V. Das ist das Einsteigergerät der HTC One-Reihe von diesem taiwanesischen Hersteller. Wir haben hier ein Gerät mit einem 3,7 Zoll Display mit einer Auflösung von 480 x 800 Pixeln. Also das ist schon recht ordentlich und dieses Display kann auch 16,7 Millionen Farben darstellen. Wie wir hier sehen, wir haben hier dieses neue Unibody-Design von HTC. Das Ganze ist also recht bündig verarbeitet und wir haben hier an der Seite dann den Anschluss für das Datenkabel. Wir haben hier auf der anderen Seite die Lautstärke-Wippe. Auf der Rückseite des HTC One V finden wir dann halt die 5-Megapixel-Kamera, unterstützt von einem LED-Blitzlicht. Und wie Sie hier sehen, haben wir hier diesen Schriftzug Beats Audio. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Das ist eine Technologie, eine Audiotechnologie, die für besonders guten Klang sorgen soll, im Zusammenhang halt auch mit den darauf abgestimmten Kopfhörern, die zum Lieferumfang gehören. Auf der Oberseite finden wir halt den An- und Ausknopf und hier die Buchse für das Stereo-Headset, 3,5 mm Klinkenstecker. Buchse ist das, also da kann man auch andere Stereo-Headsets anschließen. Und hier unten finden wir das Mikrofon und, was halt ganz besonders trickreich ist, hier diese kleine Klappe und hier werden wir dann halt gleich die SIM-Karte und die Micro-SD-Karte einschieben. Was haben wir noch dabei? Wir haben ein Datenkabel zusammen mit diesem Adapter zum Laden des Geräts. Natürlich mit dem Micro-USB-Anschluss, der auch natürlich bei anderen Handys passt. Und dann haben wir noch, das Ganze sieht etwas lieblos dahin gewürfelt aus, ist normalerweise auch etwas schöner verpackt. Hier dieses Headset, wie gesagt, Beats Audio von dieser Firma Dr. Dre. Also wie Sie sehen, das haben wir auf jeden Fall auch dabei. Ja, und ansonsten hätte man normalerweise noch die Gebrauchsanleitung und darüber hinaus die Garantieerklärung an Bord. Jetzt lege ich mal eben die SIM-Karte ein. Ich habe die ja auch schon mal vorbereitet. Da ist sie schon, also im ganz normalen Format. Dann haben wir hier auch eine Micro-SD-Karte. Das ist jetzt unsere eigene. Das ist jetzt keine mitgelieferte. Der interne Speicher hat ja eine Größe von 4 GB. Und kann mit Micro-SD-Karten um bis zu 32 GB erweitert werden. Also das Einlegen geht, wenn man dann halt hier diesen kleinen Deckel abgenommen hat, so. Passt, sitzt, wackelt und hat Luft. Und die Micro-SD-Karte, hier sieht man auch eine kleine Anzeige, wird so herum hineingeschoben und dann mit einem sanften Druck wird das Gerät geschlossen und jetzt gucken wir uns das Gerät im Betrieb gleich nochmal. So, dann wollen wir uns das Gerät mal ansehen. Hier oben der An- und Ausknopf muss betätigt werden. Dann zur Entriegelung haben wir hier diesen kleinen Kreis, diesen kleinen Ring, den man bewegt. Wie das bei Android so üblich ist, haben wir auch beim HTC One V mehrere Homescreens. Da kann man dann halt auch einfach seitlich zwischen diesen Homescreens hin und her bewegen. Wie Sie merken, geht das Ganze auch recht flüssig. Das liegt an dem Prozessor, der hat immerhin 1 GHz Taktung. Dann hat natürlich dieses Android-Smartphone, wie alle anderen Android-Smartphones auch, den Browser WebKit. Ich bin hier schon mal auf der Seite Tariftyp. Wie Sie sehen, im Hochformat funktioniert das genauso gut wie auch im Querformat. Und wenn Sie sich jetzt mal Inhalte näher heranzoomen möchten, gehen Sie einfach mit dem Doppelklick hier drauf und haben hier schon mal diesen Artikel, oder per Multitouch kann man das Ganze auch nochmal heranzoomen. Ich gehe einfach mal hier nochmal kurz rein. Und wie man hier sieht, jetzt funktioniert das auch mit diesem simplen Doppelklick, kann man sich dann halt den Text schon mal auf eine lesbare Größe heranholen, und wenn einem dann einige Elemente immer noch zu klein sein sollten, man hat hier schon die Möglichkeit, ziemlich nah heranzugehen. Also das ist schon sehr beeindruckend. Dann haben wir natürlich Facebook. Diese App ist bei diesem Handy auch schon ab Werk vorinstalliert. Hatte ich jetzt nicht auf dem Homescreen, habe ich einfach mal draufgezogen. Ich gehe da mal kurz drauf. Und auch hier sieht man, dass es jetzt
Der Zugang von tariftipp.de. Wir haben hier wirklich wirklich hervorragendes Display. Also in dieser Preiskategorie, wir liegen halt hier bei UVP 299 Euro und Internetpreis ist mittlerweile 230. Das macht schon einen wirklich guten Eindruck. Auch hier kann man halt dann, wenn man unsere Facebook-Seite besucht, auch öfter mal Links finden zu Artikeln oder auch zu Videos, die wir bei YouTube reinstellen. Also das funktioniert eigentlich alles recht gut und wie man sieht, auch hier wieder den Text heranholen ohne Probleme. Wunderbar. Darüber hinaus haben wir natürlich, wie das bei Android so üblich ist, auch einen Zugang zu allen Apps. Wir müssen hier, dadurch, dass wir hier Android 4.0.3 alias Ice Cream Sandwich haben, nicht von oben nach unten wischen, sondern seitlich und kommen hier auf die verschiedenen Anwendungen. Wenn wir gerne möchten, dass wir uns noch eine weitere App herunterladen, dann müssen wir halt in den Play Store. Da finden wir rund 600.000 Apps, die man halt die Funktionen dieses Smartphones hier erweitern kann. Wir können dann halt hier suchen, entweder per Schrift. Ich habe hier schon mal Opera Mini eingegeben. Wir können es aber auch per Sprache tun. Opera Mini. Und das Ganze wird dann auch zuverlässig gefunden. Ja, wie Sie merken, wir sind jetzt hier auch schon im WLAN-Betrieb, deswegen geht das Ganze auch sehr schnell. Nochmal kurz installieren. Sollte man vielleicht auch mal treffen, den Button. Ups. Zack. Und diese Datei hat halt nur 1 Megabyte. Und dann geht das Ganze natürlich schneller, als man gucken kann. Und schon ist diese App geöffnet und wir können, wenn wir möchten, über diesen alternativen Browser dann ins Internet gehen. Nun gut, was haben wir noch bei diesem Gerät? Wir haben hier eine Kamera, also die Kamera ist natürlich logischerweise auf der Rückseite, hat eine Auflösung von 5 Megapixeln und wird unterstützt von einem LED-Blitz und Autofokus. Wir haben leider keinen dezidierten Kameraknopf, das Ganze muss dann halt erledigt werden über diesen virtuellen Knopf, den man hier auf der rechten Seite sieht. Wir haben hier dann darüber hinaus die Möglichkeit, einige Einstellungen vorzunehmen, also zum Beispiel ein Porträtbild zu machen oder ein Panoramabild, eine Landschaft aufzunehmen. Das sind also diverse Szenen, die eingestellt werden können. Genauso gut haben wir hier auch die Möglichkeit, zum Beispiel den ISO-Wert oder auch die Bildauflösung einzustellen. Ich habe jetzt hier einfach mal 5 Megapixel schon mal voreingestellt. Genauso gut haben wir hier oben auch die Möglichkeit, ich habe das jetzt mal umgestellt, den Blitz einzustellen auf automatisch. Mache einfach mal ein Bild aus dem Fenster. Wie Sie sehen, muss man hier dann einfach nur auf diesen virtuellen Knopf gehen. Zack. Und das Ganze geht sehr schnell. Dieses Gerät hat auch wie die anderen Geräte der One-Reihe von HTC eine sehr kurze Reaktionszeit von 0,7 Sekunden. Das ist halt schon fast einer Kamera würdig. Also das macht auch alles einen sehr guten Eindruck. Wie Sie hier sehen, können wir natürlich dann auch die Aufnahmen, wenn wir möchten, heranzoomen. Und einfach wieder auch zurück zur Kamera wechseln. Und natürlich nicht nur Fotos aufnehmen, sondern auch Videos. Hier haben wir dann auch die Möglichkeit wiederum den Blitz einzustellen. Wie Sie sehen, jetzt wird das Ganze hier schon heller. Wir können ihn auch wieder wegnehmen. Wir haben hier eine Auflösung von immerhin 1280x720 Pixeln. Das ist immerhin HD-Qualität und das ist für ein so kompaktes Handy eigentlich auch keine schlechte Sache. Ich mache dann einfach mal einen kurzen Schwenk. Gehe hier zum Fenster. Gehe mal kurz nach oben. Über den Boden wieder zurück auf unseren Tisch. Und nach kurzer Zeit können wir dann hier auch schon dieses Video wieder über diesen kleinen Zugang hier abspielen. Gut, wunderbar. Was lässt sich zusammenfassend sagen zu diesem Gerät? Also wir haben hier
das Einsteigergerät der One-Reihe von HTC. Deswegen ist der Prozessor jetzt mit 1 GHz nicht allzu schnell, aber vollkommen ausreichend. Wir haben ein sehr gutes Display mit einer verhältnismäßig hohen Auflösung. Wir haben Android 4.0 alias Ice Cream Sandwich als Betriebssystem. Das hat auch nicht jedes Gerät in der Preisklasse darunter. Also hier sind wir halt jetzt bei 299 Euro. Internetpreis zurzeit sind 230. Wir haben einen Akku, das ist halt ein wenig der Nachteil, den kann man leider nicht ohne weiteres entfernen. Dazu braucht es dann schon einen Spezialisten, der hat eine Kapazität von 1500 mAh. Gemessen hatte ich da auch maximal 3 Stunden Sprechzeit und im Standby bin ich auf bis zu 420 Stunden gekommen. Die Kamera hat 5 Megapixel und bietet HD-Auflösung, auch das ist aller Ehren wert. Darüber hinaus haben wir halt mit Beats Audio eine besonders gute Audiotechnologie an Bord. Das kann man aber eigentlich auch nur heraushören, wenn man das mit den Headsets hört, die mitgeliefert sind. Das macht jetzt natürlich im Video nicht so viel Sinn, aber ich kann Ihnen versichern, der Sound ist schon für ein Handy dieser Preisklasse wirklich sehr, sehr gut und deswegen kann man durchaus sagen, dass dieses Gerät in der Mittelklasse durchaus empfehlenswert ist.